Wir sind heute zu Besuch in Au beim Gemeinspräsidenten Christian Seppin, gleichzeitig Präsident der Fachgruppe Energie. Und Sie erzählen uns heute ein bisschen was über das große PV-Projekt, was Sie dieses Jahr gestartet haben. Wir haben es abgeschaut von den Vorarlbergern. Es ist also nicht eine eigene Erfindung, die wir hier gemacht haben, sondern wir haben es abgeschaut von den Vorarlbergern, haben es abgekupfert. Wir mussten einiges ändern, weil wir haben andere Strukturen hier, wir haben andere Förderungsmöglichkeiten, wir haben andere gesetzliche Grundlagen. Aber schlussendlich haben wir es erfolgreich zum Schluss gebracht. Es ist ein gutes Projekt geworden. Können Sie uns ein bisschen von der Idee erzählen, dem Hintergrund, was waren die Ziele? Ziel war mehr PV-Stromproduktion. Und wir haben festgestellt, dass ein Haufen Leute, die sich mit dem Gedanken auseinandergesetzt haben, so eine PV-Anlage zu bauen, nicht so richtig sicher waren, ja, was sie zu machen sollen. Die Preise von Offerten waren sehr unterschiedlich, es war sehr technisch, sie haben nicht so recht gewusst, was sie kaufen sollen. Die Kaufunsicherheit war gross und das haben wir eliminieren. Und wie ist die Idee angekommen? Also zum einen bei den KMUs, die Sie angefragt haben, bei dem Projekt mitzumachen und natürlich auch bei der Bevölkerung. Bei den KMUs, wir haben die über die Zeitung ausgeschrieben. Wir sind nicht auf jemanden zugegangen, also sie mussten sich selber informieren in der Zeitung. Wir sind überrascht gewesen, wie viele das dort mitgemacht haben. Von Anfang an sich gemeldet, auch Offerten eingegeben haben und auch schlussendlich mit den 12 Unternehmen, die mitgemacht haben, sind wir positiv überrascht gewesen. Sicher hat es auch dort ein paar solche gehabt, die nicht ganz einverstanden waren, die das Gefühl hatten, das sei nicht Sache von einer Region, so etwas zu machen, aber das hat sich dann schnell wieder gelegt. Bei der Bevölkerung sind wir extrem positiv überrascht gewesen. Wir haben 3 Informationsanlässe gemacht im Rheintal. Wir haben alle 3 müssen nachstuhlen. Also das ist außerordentlich, dass wir das gemacht haben. Offensichtlich haben wir den Nagel auf den Kopf getroffen. Die Leute wollen das, was ja schlussendlich auch die Abstimmung im 2017 gezeigt hat. Also, ja. Und das Projekt ist ja jetzt von März bis Mai gelaufen. Gibt es erste Zahlen? Sind Sie zufrieden? Jawohl. Also mit Zahlen vorher wir sind nicht rausgegangen mit Zahlen vorher. Wir waren da vorsichtig. Ich innerlich habe immer 100 Anlagen, habe ich das Gefühl, das wäre schön. Jetzt sind es 143 Anlagen mit über 1100 kW Peak Leistung. Und ich meine, das ist ein sehr guter Erfolg. Wir sind sehr zufrieden mit dem, ja. Dann kann man natürlich sagen, herzlichen Glückwunsch zum Verlauf des Projekts. Wie geht es weiter hier in der Region? Wir sind uns noch nicht ganz sicher, was wir machen, was als nächstes kommt. Aber die Idee ist, dass wir weitermachen auf der PV-Geschichte. Das heisst, jetzt haben wir eine Stromproduktion, haben wir da geschaut, dass es da gibt. Sicher wäre etwas an Stromeffizienz oder mit Batterien oder mit Eigenverbrauchsoptimierung. Das ist zwar ein sehr technisches Thema, sehr komplex, aber vielleicht kann man es auch vereinfachen, dass man das ein bisschen breiter machen kann. Was für Vorteile hat der Anlagenbauer? Der Anlagenbauer hat natürlich eine Garantie, dass er eine gute Anlage bekommt für einen guten Preis. Es ist einfach, es ist ein sorgloses Paket für ihn. Zudem kommt er finanzielle Unterstützung vom Bund über und einige Gemeinden hier im Rheintal nochmal finanziell zusätzlich unterstützen. Der Projektzeitraum ist eigentlich vorbei. Gibt es hier noch weitere Schritte oder wünschen Sie sich noch was von dem Projekt? Wir werden wahrscheinlich auf der Schiene Strom-Photovoltaik weiterfahren, entweder mit Optimierungsmöglichkeiten von Eigenverbrauch oder mit Energieeffizienz. In diesem Bereich werden wir etwas machen. Wir sind uns noch nicht ganz einig, wie, wann, wo. Es ist auch technisch sehr komplex und anforderungsreich, aber wenn wir das einfacher machen, kann man es auch an die Leute bringen. Mein Wunsch ist, dass die Aktion hier in anderen Regionen noch gemacht werden, abgekupfert werden, angeschaut werden, dass es nicht aus den 143 Anlagen 1500 Anlagen werden, dann ist es noch ein grösserer Erfolg und da würde ich mich freuen. Wir schauen dann dafür wieder bei anderen Regionen etwas ab.